Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AZTV. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, kurz BUND, will Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss des Autobahnabschnitts 1.4 Dolle-Lüderitz der A14 einreichen. Mit der Klage ist der Berliner Anwalt Carsten Sommer beauftragt. Er sagte der AZ, die Klage ist fertig, wir könnten schon heute klagen. Die Frist läuft am Freitag ab. Mehr lesen Sie in Ihrer Heimatzeitung. Noch vor einem Jahr waren es rund 200.000 Euro, die zur Diskussion standen. Damals lehnte der Gardelegener Stadtrat einen grundhaften Ausbau der kurzen Straße mehrheitlich ab. Nun soll trotzdem gebaut werden für nur noch 16.000 Euro und nur noch als so wörtlich kleine Lösung. Die Neu-Ferchauer Produktivgenossenschaft wird am Sonntag ihre Errungenschaft der Öffentlichkeit präsentieren. Eine neue Hackschnitzelanlage produziert Wärme, die nicht nur vom landwirtschaftlichen Betrieb genutzt, sondern auch im Ort verteilt wird. 66 Anschlüsse hat die Genossenschaft legen lassen. So viele Wohnungen und Gebäude werden mit Wärme versorgt. Zum Schluss der Sendung, wie immer, ein Blick auf das Wetter. Trotz viel Sonnenschein wird es nicht sonderlich warm, weiß unser Wettermann Zaki. Die Tageswerte liegen bei maximal 18 Grad, nachts sinkt das Thermometer auf 6 Grad. Das war AZTV für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich auch morgen wieder.